dass sich wichtige Politiker in Deutschland eine eigene Meinung abseits der Parteiräson erlauben, ist heutzutage eher selten geworden. Zumindest trauen sich viele nicht, mit abweichenden Ansichten auf den öffentlichen Markt zu gehen. Einer, der überhaupt keine Scheu hat, Klartext zu reden, ist seit 2007 Oberbürgermeister von Tübingen und er ist Mitglied der Grünen. Schön, dass Sie zum Gespräch heute bei uns sind, Boris Palmer. Herzlich willkommen. Guten Tag. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Erst die Fakten, dann die Moral, warum Politik mit der Wirklichkeit beginnen muss. Kann man sich als Politiker erlauben, erst einmal nach Faktenlage zu schauen und nicht auf die Partei freuen? Ich finde, man kann sich das Gegenteil nicht erlauben. In dem Moment, wo Wunschprogramme die politische Agenda bestimmen, können wir ja nicht hoffen, dass wir damit vernünftige Ergebnisse erzielen. Naja, Sie müssen ja, sagen wir mal, die Partei auch hinter sich geschlossen halten. Also Sie müssen ja auch wieder nominiert werden, Sie müssen im Wahlkampf unterstützt werden. Wenn Sie den eigenen Leuten ab und zu die Meinung geigen, ist das ja nicht zuträglich, oder? Stimmt, aber es ist ein anderer Sachverhalt. Gegen die Parteien zu argumentieren, ist etwas, das die meisten Parteien schwer aushalten. Und sie kennen aus allen Parteien dann auch Diskussionen über Sanktionen und Ausschluss oder halt eben Abwahl oder Nichtnominierung, das ist nicht unüblich, ist auch nicht unverständlich, weil Parteien natürlich dazu da sind, Meinungen zu bündeln. Und wer dazu weicht, davon abweicht, der gehört halt irgendwann nicht mehr dazu. Aber Ihre Ursprungsfrage war ja nie, ob wir deswegen schon darauf verzichten könnten, Tatsachen nüchtern analysieren und auszusprechen. Das sei ja nicht, können wir natürlich nicht, aber es ärgert mich, deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, dass wir nicht nur in meiner Partei, sondern in Deutschland immer mehr eine Debattenkultur entwickeln, die sich besonders wenig für Tatsachen interessiert und besonders viel Empörung auf Neben- und Halbsätze konzentriert. Und damit wird die wertvolle Debattenzeit sinnlos verwendet und wir kommen der Sache nicht vor. Dann nehmen wir mal einen Hauptsatz. Sie haben vor 2 Wochen in einem Interview gesagt, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Das klingt erstmal kaltherzig, also so gar nicht nach einer grünen Aussage. Die Statistiken sind meistens nicht empathisch, weil es darum geht, ob sie richtig oder falsch sind, nicht, ob sie das menschliche Herz haben. Und die Frage richtig oder falsch kann man eindeutig beantworten. Das Robert-Koch-Institut sagt, 40% der in Deutschland mit oder an Corona gestorbenen Menschen waren zuvor bereits in einer Einrichtung der Altenpflege oder in einem Pflegeheim. Und im Pflegeheim ist die durchschnittliche Verweildauer, so heißt der Begriff halt, 11 Monate. Das heißt, dort kann gar nicht mehr als 11 Monate Lebenszeit verloren gehen, wenn ein Mensch im Altenheim stirbt, jedenfalls nicht bei großen Zahlen. Hier geht es um fast 2000 Menschen. Die Aussage ist einfach erstmal sachlich richtig. Schlimm ist, was daraus gemacht wurde, nämlich die Unterstellung, ich würde die Euthanasie und den Sozialalarmismus einführen wollen und die alten Menschen aufgeben. Das war einfach schlicht nicht wahr und das ist im Kontext des Interviews auch belegbar, dass es mir um was anderes ging. Nämlich die Größenordnung der Gefahr bei uns richtig einzuschätzen und die Größenordnung der Gefahr in armen Ländern der Welt mit zu bedenken. Und gerade erst jetzt hat John Hopkins heute wieder bekannt gegeben, dass mit 1,2 Millionen zusätzlichen toten Kindern zu rechnen ist aufgrund der gravierenden Armutsschockwirkungen der Weltwirtschaftskrise, die wir ja alle miteinander bewusst ausgelöst haben, allein aus dem Grund, weil wir Infektionen mit Corona vermeiden wollen. Und ich finde, dieses Gesamtbild gehört für die Dosierung künftiger Maßnahmen dazu. Und dass es nur skandalisiert und herausgerissen wird, ist weiter das Beispiel für die Empörungskultur, die unser Land immer mehr erfasst. Der Vorstand Ihrer Partei in Baden-Württemberg und ich glaube auch in Tübingen hat zumindest in Aussicht gestellt, man müsste über einen Parteiausschluss von Ihnen nachdenken, weil Sie genau diese Meinung vertreten. Sie haben jetzt auch Rückenwind bekommen von Parteifreunden, natürlich auch vom Ministerpräsidenten Kretschmann. Ist die Krise jetzt um diese Aussage vorbei oder wird das noch weitergehen? Also sicher ist die Krise um Corona und die Weltwirtschaft nicht vorbei. Und dass es möglich ist, dass Deutschland sich 10 Tage mit einem solchen Satz, der ja nur eine zutreffende Beschreibung eines Virus befunden ist, ist sogar keine Meinung, dass Deutschland sich damit so intensiv befasst.
kann man auch als gutes Zeichen werden. Es geht offenbar nicht so schlecht, dass wir nicht die Zeit hätten, uns mit sowas zu befassen. Ich habe die Zeit, wenn wir eigentlich. Gut, aber dass Sie die Zeit haben, mit mir zu sprechen. Sie haben ja nach dieser Aussage, wie ich gelesen habe, sogar Morddrohungen bekommen. Uns würde natürlich interessieren, wie reagieren Sie drauf? Wischen Sie das weg oder berührt Sie das irgendwie dann auch ernsthaft? Also meine Mitarbeiterinnen haben mir unter Tränen gesagt, dass sie das nicht mehr aushalten. Wir müssen das Telefon abstellen. Sie haben gesagt, die Briefe öffnen Sie jetzt nicht mehr. Ich mache das jetzt selbst, um Ihnen diese Belastung abzunehmen. Die Familie versuche ich abzuschotten. Mich persönlich haut es jetzt nicht um, weil mein Eindruck ist, es sind überwiegend Leute, die ihre Emotionen nicht im Griff haben und den Fußabtreter suchen, aber nicht ernsthaft vorhaben, mir physischen Schaden zuzufügen. Trotzdem ist das LKA eingeschaltet und überprüft es alles, um sicher zu sein, dass ich da in einer falschen Risikobeurteilung aufliege. Aber das ist eine deutlich dreistellige Zahl von Menschen ist, die unter Berufung auf Menschenwürde anderen Menschen den Tod wünschen, nur weil sie scheinbar eine übertriebene Meinung ausgedrückt haben. Das gibt mir schon auch zu denken. Ja. Ich habe noch ein anderes Zitat. 2018 gab es ja schon mal einen großen Wirbel um Sie. Da wurde Ihnen sogar Rassismus vorgeworfen, weil Sie einen. Das sind ja mal leicht. Da muss man nur einen falschen Satz sagen. Das müssen Sie mir und den anderen bei Hanuman nicht sagen. Das ist quasi tägliches Brot. Aber Sie haben ja damals, ich will das mal zitieren, es ging um einen dunkelhäutigen Radfahrer, der sich irgendwie daneben benommen hatte. Den haben Sie kritisiert, weil der Typ mit nacktem Oberkörper, Kopfhörer und einer unglaublichen Dreistigkeit um die Leute rumgekurvt ist. Das gehört sich für niemanden und für einen Asylbewerber schon dreimal nicht. Also wenn ich das sage, wäre ich mit Sicherheit Rassist. Darf ein Oberbürgermeister sowas sagen? Also es gibt Menschen, die sagen, das geht nicht. Es gibt aber auch viele Menschen, die, so wie ich sage, wenn ich in ein anderes Land komme, dort Hilfe beanspruche und erhalte, dann gehört zum Respekt und zur gegenseitigen Achtung, dass ich die Regeln des dortigen Landes nicht mutwillig in böswilliger Weise verletze. Und die Person, um die es hier geht, die hat etwas gemacht, das ich so in 45 Jahren in keiner Fußgängerzone erlebt habe. Das war einfach aggressives Rowdytum in der Fußgängerzone ohne jede Rücksichtnahme. Ob es das überhaupt war, kann ich nicht beweisen. Aber zu dem Satz, dass man besonders dann, wenn man Hilfe erhalten hat, auch sowas wie Respekt gegenüber den Helfern aufbringen sollte, dass man das auch erwarten darf als Gesellschaft, zu dem Satz stehe ich uneingeschränkt und ich kann da auch nichts Rassistisches erkennen, weil ich ja nicht gesagt habe, es gilt jetzt nur für Schwarze oder für, weiß ich nicht, Syrer, sondern es gilt für alle, die Hilfe bekommen, dass sie bitte Respekt gegenüber der Helfergesellschaft zeigen sollen. Das finde ich eine legitime Art. Ja, das finde ich auch. Sie sind seit 13 Jahren Oberbürgermeister in Tübingen. Das heißt, die Leute mögen Sie und Ihre Art offensichtlich. Wünschen Sie sich, dass auch mal andere Politiker sich trauen, die Political Correctness außer Acht zu lassen? Also ich sage mal, wenn ich die letzten zwei Tage dieses Papier aus dem Bundesministerium des Innern sehe, mit wie vielen Politikern von FDP, CDU, SPD ich gesprochen habe und gesagt, wollt ihr das Thema nicht mal aufgreifen? Keiner traut sich daran, obwohl das auf dem Markt ist. Da sagt man sich, wofür haben wir Politiker? Mein rücktes Papier hat schon erhebliche Schwächen, auch wenn da viele inhaltliche Analysen durchaus zutreffend sind. Und die Gefahr ist halt, dass man dann in Haftung genommen wird für alles, was auch falsch ist im Papier. Und Sie sehen ja an meinem Beispiel, dass man sogar in Haftung genommen wird für Sachen, die man nachweisbar gar nicht gesagt hat. Ja. Das macht alles schwierig. Ist aber nicht nur die Anforderung an die Politik, sondern als Gesellschaft insgesamt. Wir sollten einfach wieder streitbarer in der Sache werden und dieses ständige Moralisieren und Personalisieren zurückfahren. Und wenn Sie mich fragen, ob ich mir mehr wünschen würde, also ich schaue viel lieber Debatten mit Strauß und Stiel und Wehner an, als das, was heute im Bundestag so wird. Ja, absolut. Abschließende Frage vielleicht im Zuge der aktuellen Diskussion, des aktuellen Streits, hat sich auch die FDP gemeldet und hat Ihnen angeboten, doch zu den Liberalen zu wechseln. Haben Sie daran auch nur eine Sekunde gedacht?
Das habe ich nicht, aber der Landesvorsitzende der Liberalen in Baden-Württemberg, Michael Theurer, war früher Oberbürgermeister. Und so eine Partei der Oberbürgermeister aller Farben, die finde ich tatsächlich mal eine Bereicherung. Weil meine Lebenserfahrung mir zeigt, da ist das Parteibuch echt sekundär, aber konkrete Entscheidungen vor Ort verantworten muss. Da interessiert einen erstmal, dass die wichtig und sachbezogen sind und nicht, wer jetzt da rumkrakeelt und wen das gerade empört. Danach kann man nämlich einfach Entscheidungen nicht ausrichten. Insoweit fand ich das auch ein schönes Zeichen für mich, Herr Theurer, weil er auch so betont hat, dass es darum ging, ja auch streitbare Köpfe in Parteien zu halten. Dass ich nicht zur FDP gehen kann, war für mich aber trotzdem sofort klar. In erster Linie bin ich jetzt auch mal wegen der Umwelt, der ökologischen Frage in die Politik gegangen. Und das ist halt bei der FDP nicht nur ein Stiefkind, sondern die FDP wendet sich regelmäßig gegen ökologischen Fortschritt. Und da hätte ich ja jeden Tag Streit mit allen Parteifreunden in der Saal. Das fände ich noch anstrengender als Streit mit manchen Parteifreunden über angeblich falsche Formulierungen. Dann wünsche ich Ihnen viel Freude und dem Amt natürlich, bei den Grünen auch herzlichen Dank, dass Sie für das Gespräch zur Verfügung gestanden haben und für Sie alles Gute noch. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Tag noch. Tschüss.